Herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen, zu einem weiteren kleinen Video auf meinem beschaulichen Kanal Lederchens Gruselkiste. Ich bin Leder und heute komme ich wieder mit einer Review zu euch, meine lieben Freunde und Freundinnen. Bleibt dran! Ja, wie schon im Vorwort gesagt, meine lieben Freunde und Freundinnen, heute komme ich wieder mit einer Review zu euch. Und dieses Mal, ja, habe ich nichts Geringeres als einen absoluten Klassiker für euch, den, glaube ich, wirklich jeder von euch schon mal gesehen hat, sei es vollständig oder mal in Ausschnitten. Aber ich glaube, diesen Film kennt tatsächlich wirklich jeder Mensch, der schon jemals von Filmen gehört hat, gell? Und ihr kennt mich, ich mache nicht lang rum. Ich zeige euch zuerst das Produkt als solches und danach gibt es dann ein paar Worte und meine Bewertung, gell? Ja, und der Film, um den es geht, ist nichts Geringeres als Das Schweigen der Lämmer. Ich glaube, den Film kennt wirklich jeder und sei es nur vom Hörensagen her, gell? Und hier habt ihr erst einmal das Produkt als solches. Hier habt ihr die Vorderseite. Leider kein Wendecover. Hier habt ihr die Rückseite. So sieht der Rücken aus, der Spine, gell? Und so sieht die DVD aus. Ja, soweit das Produkt an sich, gell? Und jetzt in ein paar Worten, worum geht es im Schweigen der Lämmer, ohne dass zu viel gespoilert ist. Gell? Obwohl ich ja tatsächlich annehme, dass es kaum noch einen Menschen auf diesem Planeten gibt, der den Film nicht kennt. Aber trotzdem, für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, gell? Eine kurze Inhaltsangabe, ohne dass zu viel gespoilert ist und es sich für euch auch noch lohnt, den Film selbst anzuschauen. Gell? Ja, die junge FBI-Aspirantin, sage ich mal, gell? Clarice Starling wird von ihrem Chef Crawford beauftragt, den inhaftierten Serienmörder Dr. Hannibal Lecter, auch genannt Hannibal der Kannibale, ja, zu interviewen zwecks eines psychologischen Profils. Zeitgleich treibt sich aber in den USA ein neuer Serienmörder um, der dem die Presse Buffalo Bill genannt hat. Und dieser Serienmörder entführt korpulente Frauen, um sie zu häuten. Ja? Ja. Jawohl, jetzt hätte ich mal fast geschafft, ohne Gehuste dazwischen. Ja, okay. Also wie gesagt, es treibt sich ein Serienmörder rum, der heißt Buffalo Bill. Ja, häutet korpulente Frauen ab, gell? Und Clarice Starling ist aber dann doch von ihrem Chef zu Hannibal Lecter geschickt worden, um ihn quasi um dessen Hilfe zu bitten, nach Buffalo Bill, ja, zu fahnden, ihn zu enttarnen, gell? Das kann man alles sagen, ohne dass zu viel gespoilert ist. Gell? Soweit kurz angerissen die Story vom Schweigen der Lämmer. Gell? Und jetzt kommen wir zu meiner Meinung und dann gibt es am Ende auch eine Bewertung. Ja, also Schweigen der Lämmer ist doch ganz klar, das ist ein absoluter Klassiker aus Anfang der 90er Jahre. Gell? Ich glaube, es gibt wirklich kaum jemanden, der den Film nicht kennt. Ja, Anthony Hopkins in seiner Paraderolle als Psychopath Hannibal Lecter, das ist eine Performance, ja, für die Ewigkeit. Es gab nicht umsonst dafür den, ich glaube, das war sogar der Hauptdarsteller Oscar, gell? Obwohl Anthony Hopkins selbst ja nur, glaube ich, nur irgendwie eine Viertelstunde oder so zu sehen ist im gesamten Film, gell?
Aber dafür gab es den Hauptdarsteller-Oscar und das auch völlig zu Recht. Jodie Foster bekam den Hauptdarstellerinnen-Oscar, auch das völlig zu Recht. Ted Levine, der für die Rolle des Buffalo Bills als Nebendarsteller nominiert war, ging leider leer aus. Aber ansonsten gab es, glaube ich, noch einen Oscar für den Regisseur Jonathan Demme und für den besten Film. Also ich meine, der Film hat 5 Oscars abgeräumt. Und das ist für einen Horror-Thriller sehr beachtlich. Ich glaube, das gibt es in Hollywood auch nur alle 100 Jahre mal, gell? Dass so eine Art Film dermaßen honoriert wird. Ja? Aber wie gesagt, völlig zu Recht. Es ist ein exzellenter Horror-Thriller, so teilweise nach wahren Begebenheiten, so teilweise. Denn die Ermittlung, dass Hannibal Lecter sich da einmischen soll in die Ermittlung, das gab es so ähnlich auch in der Realität. Denn Ted Bundy, der Serienmörder Ted Bundy, der sollte auch bei den Ermittlungsarbeiten helfen, als es um den Green River Killer Gary Ridgway ging. Gell? Da hat ja Ted Bundy auch mit seiner Meinung, ja mit seinem fachkundigen Rat, wenn man so will, dem FBI helfen sollen. Und das hat er auch gerne gemacht. Gell? Also das basiert so ein bisschen darauf, auf dieser Film, ja, basiert so ein bisschen auf dieser Story. Ja, und dann kann man natürlich sagen, ja, Hannibal Lecter, das ist sowas, eine Mischung aus, ja, vielleicht Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, wie auch immer. Ich bin jetzt nicht so der große Serienmörder-Experte, aber dieser Hannibal Lecter ist schon so eine Mischung aus mehreren realen Serienmördern, genauso wie Buffalo Bill, der beruht ja, glaube ich, auch auf irgendeinem, den es mal tatsächlich gegeben hat, gell? Aber ich bin da kein Experte. So. Also mein Fazit, ein exzellenter Horror-Thriller, Psycho-Thriller, einer der besten Filme aller Zeiten, ein absolut verdienter Klassiker. Den kann man sich in regelmäßigen Abständen gerne angucken. Vielleicht nicht unbedingt jeden Tag, denn für heutige Verhältnisse ist die Story an sich auch jetzt, wenn man mal ganz ehrlich ist, nicht mehr so völlig das Nonplusultra, aber immer noch völlig gut. Wie gesagt, exzellente Schauspieler, Anthony Hopkins und Jodie Foster, brillant, gell? Auch die Nebenrollen, wie gesagt, Ted Levine als Buffalo Bill, Dr. Chilton, ja, der Schauspieler, der Dr. Chilton ist, ich blende euch jetzt den Namen ein, der kommt mir jetzt gerade nicht in den Sinn, auch exzellent, gell? Es ist einfach ein hervorragender, ja, Horror-Thriller, Psycho-Thriller. Völlig verdienter Klassiker, der Spaß macht, gell? Und jetzt kommen wir zu meiner Bewertung. Die sogenannte Grenzparameter oder Kranzparameter, gell, vom Stefan Kranz, gell? Also, ihr wisst ja, ich habe jetzt ein Punktesystem. Und für mich ist dieser Film ganz klar eine 9 von 10. Weil eben ein absolut genialer Klassiker, Top-Schauspieler, es stimmt bei diesem Film beinahe alles. Die Musik, die Darsteller, das Bild, die Ausstattung, die Story, das Pacing, alles beinahe perfekt. Natürlich, der Film hat auch so ein, zwei Sachen, wo man sich sagt, ja, das ist ein bisschen zu sehr comic-mäßig, würde ich mal sagen, gell? Aber ansonsten ein Top-Film, also 9 von 10 Punkten. Es ist nun einmal ein Meisterwerk. Ein modernes, eher modern, er ist ja auch schon über 30 Jahre alt jetzt, der Film, gell? Aber ein absolutes Meisterwerk. Und wer Anthony Hopkins mal etwas noch jünger sehen möchte, denn der Mann ist ja in der Realität, ist er ja schon Mitte der 80er irgendwie, gell? Also wer den mal jünger sehen möchte und wer auch eine Jodie Foster noch jünger erleben möchte, der schaut sich den Film an, gell? Wer sich für Serienmörder interessiert, ist hier sowieso genau richtig. Wer gerne Horror-Thriller mag, ist hier auch richtig, gell? Der Film ist auch an ein, zwei Stellen extrem brutal für die Verhältnisse, denn wir müssen ja immer berücksichtigen, das hier ist ein Mainstream-Film, ja? Das ist kein Underground-Horror oder irgendwas, es ist Mainstream und dafür ist der Film dann doch
und haut er schon an einigen Stellen ordentlich rein. Es ist eine düstere Thematik, tolle Schauspieler. Es stimmt bei dem Film beinahe alles. Auch, ja klar, natürlich gibt es auch so ein, zwei Sachen, die gefallen mir nicht so. Ich würde zum Beispiel sagen, gerade die Szene wie Anthony Hopkins, wenn ich das erklären möchte, was mir an dem Film nicht so gefällt, das wäre ein zu großer Spoiler für alle, die den Film nicht kennen. Ich kann euch nur sagen, es gibt auch so ein, zwei Sachen, die finde ich nicht so toll. Aber wenn ich das jetzt erklären würde, das wären auch gleichzeitig große Spoiler. Gell? Für alle die, die den Film noch nicht gesehen haben, und ich glaube, das sind auf diesem Planeten vielleicht ein, zwei Leute, aber falls genau diese ein, zwei Leute zuschauen, sage ich jetzt besser lieber nicht, was mir da nicht so gefallen hat, denn das wäre gleichzeitig auch ein großer Spoiler. Gell? Aber sonst für mich ein Klassiker. 9 von 10 Punkten, ganz klar. Gell? Das ist meine Bewertung für den absoluten Klassiker unter den Horror-Psycho-Thrillern, Das Schweigen der Lämmer. Gell? Ja, jawohl. Das war meine Meinung, meine Kritik zu dem Schweigen der Lämmer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen die Zeit vertreiben. Wenn dem so gewesen sein sollte, meine lieben Freunde und Freundinnen, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich freuen. Ansonsten sage ich, wir sehen und hören uns zum nächsten Video wieder. Gell? Bis dahin verabschiede ich mich von euch und sage Tschüss, bis dann. Ciao. Auf Wiederhören.